Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Eigentlich habe ich ja ein Bücherkaufverbot. Das heißt, ich habe festgestellt, ich habe genug Bücher zu Hause, ich lese erstmal die, bevor ich irgendwelche neuen kaufe. Das habe ich die letzten Wochen ganz gut durchgezogen und tja, jetzt sind wir hier. Das Video könnte also auch heißen, seht mir dabei zu, wie ich miserabel an meinem Kaufverbot scheitere. Es sind ein paar Buchpakete bei mir angekommen, die wir gemeinsam auspacken. Außerdem gab es noch weitere Neuzugänge, die ich euch ebenfalls zeigen möchte. Fangen wir direkt mit dem ersten Paket an und das ist gleich eins, auf das ich mich besonders freue, denn ich würde sagen, darin befindet sich das Buch, was mir von der YouTube-Community, also von euch, mit am eindringlichsten empfohlen wurde. Ich glaube, es gab kein anderes Buch, bei dem ich so viele Kommentare hatte von wegen, Julia, es ist so gut, du musst es unbedingt lesen. Und deshalb bin ich gespannt, wir packen es gemeinsam aus und erratet ihr schon, welches Buch es ist. Es gibt doch wirklich nichts Schöneres, als Buchpost zu öffnen. Ich habe das Paket geöffnet und ihr bekommt den ersten Blick. Okay, dieser erste Blick hat euch auch noch nicht allzu viel gebracht. Schauen wir weiter. Ich sehe schon! Natürlich ist es The Good Girl's Guide to Murder. Wie gesagt, eure Empfehlungen waren sehr laut zu diesem Buch und ich höre da natürlich drauf. Der Titel spricht mich auch direkt schon sehr an. Es ist eigentlich ja Young Adult, deshalb hätte ich vielleicht nicht sofort dazu gegriffen, aber umso mehr bin ich jetzt darauf gespannt. Ich bemerke gerade, dass das Buch einen roten Buchrücken hat und dazu muss ich kurz mal ein bisschen ausholen. Also, mir wurde empfohlen, die englische Ausgabe zu kaufen, weil viele die anscheinend noch mal lieber gelesen haben. Ich habe mich dann aber für die deutsche Ausgabe entschieden, hauptsächlich weil ich wusste, die englische hat einen roten Buchrücken und ich dachte irgendwie, dass die deutsche einen weißen Buchrücken hätte und es hätte einfach viel besser in mein Regal gepasst, weil ich ganz viele weiße Bücher, seht ihr ja hier, habe, aber keine mit so einem knalligen Rotton, was dazu führt, dass ich das Buch wahrscheinlich so ins Regal stellen muss, was ich ein bisschen schade finde, vor allem, falls ich das Buch sehr gerne mag. Aber ich hätte es mir eigentlich auch denken können, dass beide da in der Optik komplett gleich sind und im Grunde macht es jetzt auch nicht so viel aus. Es kommt immer auf den Inhalt an, Freunde, und ich glaube, der könnte mir echt, echt gut gefallen. Also, ich freue mich. So wie ich es verstanden habe, geht es in dem Buch um Pip, die einen Mordfall nochmal neu aufrollt, der eigentlich schon abgeschlossen wurde. Also vielleicht hat sie ja Grund zur Annahme, dass es da nicht mit rechten Dingen zugeht. Und ja, ich finde vor allem spannend, dass es in dem Buch eben so Einträge gibt, Protokolle und Chatverläufe. Das finde ich immer super faszinierend. Und es ist mein erstes Buch der Autorin, die ja mittlerweile auch wieder so einen kleinen Hype hat. Ja, wie gesagt, sehr aufregend. Danke an euch für die Empfehlung und ich freue mich aufs Lesen. Von der Autorin, die das Buch im nächsten Buchpaket geschrieben hat, will ich jetzt schon seit einer Weile etwas lesen, denn sie ist auch gerade so ein bisschen mehr im Hype, hat Bücher geschrieben wie Babel, The Poppy War und Yellowface. Natürlich ist die Rede von Rebecca F. Kuang und ich habe mich jetzt für eins der drei Bücher hier entschieden. Packen wir also gemeinsam aus. Und es ist geworden The Poppy War. Und ich sehe direkt, dieses Buch hat einen weißen Buchrücken. Sehr gut. Ich habe mich intuitiv für dieses Buch entschieden, weil ich weiß gar nicht warum. Vielleicht war es ein bisschen das Cover oder die Tatsache, dass ich gerne mehr Fantasy wieder lesen möchte. Yellowface ist ja ein Thriller, der in der Verlagsbranche spielt. Und Babel ist, meine ich, Fantasy, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber mir wurde halt super oft geschrieben, dass es schon eher ja, schwieriger zugänglich ist, nicht ganz leicht zu lesen. Und irgendwie hatte ich so ein Gefühl, dass es eher für mich so ein Herbst-Winterbuch wird. Jedenfalls, Poppy War ist es geworden. Ich habe schon sehr viel über dieses Buch gehört. Vor allem, dass es keine leichte Kost sein soll und zum Teil sehr, sehr brutal sein soll. Deshalb, ich kann noch gar nicht einschätzen, ob das etwas für mich sein wird. Aber wie gesagt, ich wollte unbedingt ein Buch der Autorin lesen und ich bin sehr gespannt auf dieses hier. Tatsächlich hat es einen ganz besonderen Grund, warum ich unbedingt endlich ein Buch der Autorin lesen wollte. Und zwar findet am 6.10. und am 7.10. das Bookstock Festival von Hugendubel in München statt. Und die Autorin wird unter anderem vor Ort mit dabei sein. Aber vielleicht erstmal für all diejenigen, die gar nicht wissen, worum es sich bei Bookstock handelt. Man kann sich das Ganze wie eine moderierte Show vorstellen, bei der bekannte Autorinnen und Autoren eingeladen und interviewt werden. Manchmal spielen die Moderatoren dann auch noch so lustige Spiele mit denen. Macht auf jeden Fall riesig Spaß, gerade bei so einem hammermäßigen Line-Up wie dieses Jahr. Nicht alle Autorinnen und Autoren werden live mit vor Ort dabei sein, manche werden auch nur digital dazu geschaltet. Aber dabei sind Sebastian Fitzek, Cornelia Funke, Kerstin
Justine Gier, Jennifer de Armentrout, Christopher Paolini, Rebecca F. Kwang, um nur ein paar Namen zu nennen. Und gerade auch zum Beispiel als Kerstin Gier Fangirl Nummer 1 bin ich so, so aufgeregt. Ich glaube aber, all diese Talks werden super spannend und ich freue mich einfach. Leider gibt es keine Tickets mehr, um live in München vor Ort mit dabei zu sein. Es war einfach super schnell ausverkauft. Aber zum Glück besteht noch die Möglichkeit, digital per Livestream zuzuschauen. Und gerade für die Interviews und Talks bei den Autorinnen und Autoren lohnt sich das, glaube ich, total. Ich habe euch mal einen Link in die Infobox gepackt mit allen weiteren Informationen. Und da findet ihr auch bereits die YouTube-Videos hinterlegt, wo die Livestreams dann stattfinden werden. Also das könnt ihr euch gerne mal abspeichern. Ansonsten merkt euch den 7. und 6. 10. Und ja, ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Zurück zum Book Haul. Bevor wir ein weiteres Paket auspacken, möchte ich euch noch zwei Neuzugänge zeigen, die in den letzten Wochen bei mir eingezogen sind. Einmal haben wir Wicker Creed Band 2. Für dieses Buch habe ich zum allerersten Mal aktiv mein Kaufverbot gebrochen. Aber ich denke, man kann es auch verstehen, wenn man sich diesen wunderschönen Farbschnitt anschaut. Ich möchte meine Käufe eigentlich nicht von Farbschnitten abhängig machen, aber ich habe Band 1 schon mit Farbschnitt und es soll ja zusammenpassen. Und außerdem ist die Gestaltung eh der Hammer. Auch hier mit dieser Overlay-Page, also es ist so quasi durchsichtig über den Seiten. Mara Wolf ist ja Self-Publisherin, sie macht das also alles mehr oder weniger allein, finde ich wahnsinnig beeindruckend und auch inhaltlich überzeugt es mich bislang. Ich habe nämlich schon angefangen, wie ihr seht, und in der ersten Nacht, obwohl ich am nächsten Tag arbeiten musste, direkt 130 Seiten gelesen. Das hat schon mal was zu sagen. Bislang gefällt es mir also richtig, richtig gut. Band 1 fand ich auch schon gut. Ich glaube, ich habe ihm 4,5 oder 5 Sterne gegeben. Ich hatte aber ein paar Kritikpunkte, war noch nicht ganz euphorisch, habe noch nicht Highlight geschrien. Vielleicht passiert das jetzt bei diesem Band. Wir werden es spätestens in meinem Lesemonat dann sehen, was mein Fazit zu diesem Buch war. Aber bislang kann ich sehr empfehlen, finde ich sehr, sehr gut. In Band 1 geht es um Valea, die eine Wicca ist. Das ist quasi sowas ähnliches wie eine Hexe, nur etwas friedfertiger, könnte man sagen. Sie lebt bei den Menschen, weil sie halt eben beschützt werden sollte und versteckt werden sollte, muss jetzt aber zurück in diese Fantasy-Welt kehren, um einen Mordfall aufzuklären, weil ihre Fähigkeiten dafür benötigt werden. Und in dieser Welt gibt es abgesehen von Wicca auch noch Strigoi, das sind so eine Art Vampire, und eben die Hexen. Und ja, da besteht ein langer Krieg, ganz viele Machenschaften und Intrigen und es ist super, super faszinierend. Gerade jetzt auch mit Band 2 habe ich das Gefühl, das könnte echt eine Fantasy-Empfehlung dieses Jahr von mir werden. Und beim zweiten Neuzugang handelt es sich auch um einen zweiten Band, und zwar den von The Inheritance Games. Und ich hoffe, ihr jubelt jetzt, denn ich habe in so vielen Videos erwähnt, dass ich die Reihe eigentlich schon längst weiterlesen möchte. Ich habe das Buch von einer Freundin noch nachträglich zum Geburtstag geschenkt bekommen und bin dafür total dankbar, weil ich glaube, ich hätte gar nicht so bald jetzt zu diesem Buch gegriffen, also es mir neu zu kaufen. Einfach weil ich selbst beim Buchkauf dazu tendiere, mir eher so die Neuerscheinungen anzuschauen oder neue Reihen mir zu holen, wie zum Beispiel jetzt auch The Poppy War oder so. Und das halt vielleicht hinten angestellt hätte, obwohl ich es so dringend weiterlesen möchte. Deshalb passt das jetzt perfekt. Auch gerade, weil ich ja im ersten Band schon diesen präzisen, zackigen Schreibstil geliebt habe, es schon so da so fesselnd fand und mich da einfach jetzt total wieder drauf freue und auch drauf freue, zu erfahren, wie es weitergeht. In Band 1 geht es um Avery, die eigentlich ein ganz normales Mädchen ist, aber dann eine riesige Geldsumme von einem Tobias Hawthorne erbt. Ja, sie kennt diesen Mann nicht, muss jetzt aber dahin ziehen und das Ganze so klären. Der hat auch noch eine eigene Familie mit 4 Enkeln, also 4 Jungsmännern in ihrem Alter. Und alle fragen sich natürlich, warum hat diese Fremde jetzt das ganze Geld geerbt? Es gibt ganz viele Intrigen und Rätsel, super, super spannend und fesselnd. Mir hat Band 1 schon sehr gut gefallen. Kommen wir auch schon zum nächsten und letzten Buchpaket für dieses Video. Das ist das einzige Buch, was ich nicht selbst bestellt, sondern einfach zugeschickt bekommen habe. Und ich sehe, dass es vom Kaisen Verlag ist, bei dem ich jetzt meines Wissens nichts angefragt habe in der letzten Zeit. Das heißt, ich weiß absolut nicht, was hier drin sein könnte und würde sagen, wir finden es gemeinsam raus. Never Be My Enemy von Kate Correll. Ich glaube, das Buch sagt mir was. Also erstmal schaut mal, der Farbschnitt, der ist... Oh! Ach, das A. Ah, das ist so ein bisschen pastelliger, aber immer noch Farbschnitt. Sehr spannend. Das Buch sagt mir auf jeden Fall was, aber ich habe sie jetzt gar nicht mal so sehr auf dem Schirm. Also, ich lese mir mal kurz den Klappentext durch. Wahrheit oder Pflicht? Die Einladung zum Spiel Secret Enemy, das ein hohes Preisgeld verspricht, kommt Abby Westing mehr als gelegen. Zwar gehört sie als Studentin des Waterbury Colleges zur Elite des Landes, doch der Reichtum ihrer Familie steht seit neuestem auf sehr wackeligen Beinen.
womit sie nicht rechnet. Ihre erste Aufgabe endet damit, dass sie ausgerechnet der arrogante Jasper Anderson küsst und sich kurzerhand als Spielpartner anbietet. Als die beiden sich näher kommen, sorgt plötzlich mehr als nur das Game für gehöriges Herzklopfen. Doch dann beginnt jemand, die Geheimnisse der Teilnehmenden zu enthüllen und Abby muss sich die Frage stellen, auf welcher Seite Jasper tatsächlich steht und was er vor ihr verbirgt. Also ich sag mal so, ich hatte das Buch zu 0,0% auf dem Schirm, wusste nicht, worum es geht, aber das klingt doch ziemlich, ziemlich spannend. Also gerade nach so einer NA-Story mit so ein paar Suspense- und Drama-Elementen und so einem Game. Ich bin gerade total gespannt, kann mir vorstellen, dass ich es auch relativ bald mal anfangen werde, weil ich jetzt wissen will, worum es sich bei diesem Game handelt. Und das klingt richtig cool. Ich habe damit nicht gerechnet jetzt gerade. Also es ist total die positive Überraschung. Und ich würde sagen, sehr cooler Neuzugang und sieht auch einfach so cool aus. Wir haben jetzt also drei Bücher gemeinsam ausgepackt. Ich hatte noch zwei weitere Neuzugänge. Es lässt sich also insgesamt sagen, dass ich beim Bookshopping nicht so sehr eskaliert bin, wie es auch hätte sein können. Das liegt natürlich am Buchkaufverbot, habe ich euch ja bereits erzählt. Da muss ich mir kurz einmal auf die Schulter klopfen. Aber ich dachte mir, ich schließe das Video damit, dass ich euch noch ein paar Bücher vorstelle, die jetzt ganz weit oben auf meiner Wunschliste sind. Also die ich mir wahrscheinlich jetzt auch noch gekauft hätte, wenn das Kaufverbot nicht gewesen wäre. Und die ich mir dann auch auf jeden Fall als nächstes kaufen werde. Eins dieser Bücher ist auf jeden Fall Vampire Academy. Ich glaube, das gehört mittlerweile schon fast zu den Klassikern unter den Fantasy-Büchern. Ich habe damals so den Film gesehen, habe den total gerne gemocht, wollte dann die Bücher lesen. Und das fiel mir dann aber total schwer, weil ich den Plot des Films ja bereits kannte und dann gar nicht reingefunden habe. Aber ich finde es richtig cool, dass wir durch diese Neuauflage vom Lux Verlag jetzt die Chance nochmal bekommen, die Reihe erneut zu entdecken. Und das werde ich auf jeden Fall tun. Das nächste Buch erwähne ich auch nicht zum ersten Mal hier auf diesem Kanal. Es ist natürlich Game Show. Ich wollte es schon eigentlich im Bookshopping-Video, das ist jetzt auch schon ein paar Monate her, glaube ich, wollte ich es mir eigentlich schon kaufen, hat dann aber gegen ein paar andere Bücher den kürzeren gezogen, unter anderem Fourth Wing, was die richtige Entscheidung war, aber auch unter anderem How to Kill Your Family, was ich mit 2 Sternen bewertet habe. Also da hätte ich mir definitiv eher Game Show kaufen sollen. Deshalb, das Buch ist immer noch sehr hoch im Kurs bei mir und ich glaube, ich werde es ganz bald lesen. Außerdem, The Ballad of Never After. Ich habe ja Once Upon a Broken Heart total geliebt und die ganze Carol-Reihe sowieso, davon habe ich auch schon ganz oft erzählt. Und jetzt endlich diese Reihe weiterzulesen. Das ist genau wie mit The Inheritance Games, dass ich gleich andauernd sage, ich will die Reihe weiterlesen, aber ich irgendwie nie zweite Bände so schnell kaufe. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Deshalb, das muss jetzt bald mal meine Mission sein und die Reihe will ich auch unbedingt weiterlesen. Und das letzte Buch auf dieser Liste ist Divine Rivals, aktuell super gehypt im englischsprachigen Raum und ich habe auch schon von ganz vielen Leuten gehört, die mir gesagt haben, Julia, das Buch ist auf jeden Fall etwas für dich. Ich will es ganz dringend lesen, möchte aber so eine besondere Hardcover-Ausgabe haben und deshalb hat es jetzt für dieses Video nicht gepasst, weil das mit dem Versand, glaube ich, länger als ein paar Tage gedauert hätte. Da stand irgendwas von wegen 2 Wochen, deshalb dachte ich, gut, das ist das Zeichen, das Buch jetzt noch etwas nach hinten zu schieben. Das wird dann aber, glaube ich, das nächste Buch sein, was ich mir bestellen werde und ich freue mich total darauf. Bevor ich das Video beende, muss ich euch noch was erzählen, denn gerade ist was total Krasses passiert. Ich habe das Video abgedreht, dann hat es an der Tür geklingelt und neue Buchpost kam an. Ich habe es gerade für Instagram ausgepackt, das heißt, vielleicht habt ihr es auch da schon gesehen, aber gerade kam noch Bridge Kingdom an. Das Buch steht auch schon jetzt seit einer Weile auf meiner Wunschliste. Ich finde es vom Klappentext her so ansprechend und ich habe auch im englischsprachigen Raum schon unfassbar viel Positives gehört. Und jetzt kam es einfach bei mir an. Ich habe es nicht angefragt und nichts. Deshalb verwundert es mich gerade. Ich sehe hier gerade so eine Karte. Hallo liebe Julia, wir haben in deiner Instagram-Story gesehen, dass dieses Buch auf deiner Wunschliste gelandet ist. Daher dachten wir uns, wir machen dir eine kleine Freude und halten dich davon ab, dein Kaufverbot zu brechen und schicken es dir zu. Viel Freude mit der Geschichte. Liebe Grüße vom Pieper-Blogger-Team. Oh mein Gott, wie unfassbar nett ist das bitte? Ich habe damit einfach so zu 0,0% gerechnet. Ich kann es gerade gar nicht glauben. Das ist so nett und ich freue mich wahnsinnig auf das Buch. Also noch ein neuer Zugang. Oh mein Gott, mir fehlen gerade ein bisschen die Worte, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ein bisschen sprachlos, aber glaubt mir, dass ich mich unfassbar doll freue. Das war meine Wunschliste, das waren meine 9 Bücher. Erzählt mir super gerne, was eure letzten Neuzugänge waren und welche Bücher ganz weit oben auf der Wunschliste stehen, was ihr von den Büchern haltet, die ich jetzt in diesem Video erwähnt habe. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Come and fly.